Tales of Tomorrow. Die Zukunft nicht nur der Hochschullehre neu gestalten und innovieren, sondern auch die Verantwortung wahrnehmen und die Zukunft der Gesellschaft mitprägen und das vor allem zu einer wünschenswerten Zukunft, wie Maya Göpel es formuliert hat. Darum ging es in den letzten 3 Tagen. Es ging darum, ein Netzwerk zu bilden, eine Community zu bilden und ein Festival zu einer Bewegung werden lassen. Die Zukunft, die beginnt jetzt, nach diesen 3 Tagen. Jetzt ist eigentlich nicht der Abschluss des Festivals, sondern der erste Schritt in diese Zukunft, die wir prägen wollen. Was braucht es dafür? Wie können wir das angehen? Das wollen wir jetzt noch mit euch zum Abschluss besprechen. Und den Anfang macht Sebastian Horndasch, der Leiter des Festivals. Ja, vielen Dank, Zackes. Ich bin total überwältigt. So ein Festival ist eine Riesengeschichte. Ein Jahr lang haben wir darauf hingearbeitet. Es ist schwer in Worte zu fassen, ehrlich gesagt, was es auch so alles mit einem macht. Und so ein Ende von einer Veranstaltung ist ja vor allem dazu da, dass man Danke sagt. Ich habe hier Zettel dabei, damit ich auch niemanden vergesse. Und ganz wichtig dabei als allererstes, es gibt ja 2 Veranstalter des Festivals. Zu einem das Hochschulforum Digitalisierung, zum anderen aber auch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und deswegen gilt mein erster Dank natürlich eben der Stil. Vor allem eben in Person von Johanna Menke, mit der wir auch die ganze Zeit über täglich, wöchentlich im Kontakt waren, daran gearbeitet haben. Johanna, ganz, ganz lieben Dank für die Zusammenarbeit. Wie geht's dir? Ja, also mein Fazit ist ein großes, von Herzen kommendes Wow, bisschen Puh, aber auch vor allen Dingen wow, was für ein Festival, was für eine Energie, was für ein abwechslungsreiches Programm, das ihr hier auf die Beine gestellt habt, mit inspirierenden Talks und Diskussionen, kreativen Ansätzen und Ideen vor Ort, aber auch ja digital zu erleben. Und ja, was uns als Stiftung besonders stolz macht, sind die vielen von Stil geförderten Projekte, die es ins Programm geschafft haben, weil ihre Einreichungen so gut waren und die wir auf einer digitalen Stil-Stage bündeln konnten, dieses Jahr sogar an 3 von 3 Festivaltagen. Das waren natürlich irgendwie Projekte aus unserer großen Digitalisierungsförderung. Das war jetzt naheliegend, würde ich mal sagen. Aber auch aus unserer Freiraumförderung, aus den Fokusförderungen. Ja, und jetzt stehe ich hier wie letztes Jahr, hätte am liebsten einen Hut auf, damit ich ihn zucken könnte vor den vielen Speakerinnen, die das Programm zu dem gemacht haben, was es geworden ist und was auch noch daraus wird. Aber eben vor allen Dingen vor diesem großartigen Team. Ihr habt wirklich unfassbare Arbeit geleistet, im Großen, im Kleinen, die letzten, du meintest es schon, die letzten Wochen, Monate, Tage, Stunden. Und ja, wir von der Stil sind euch einfach wahnsinnig dankbar für diese ja wunderbare Zusammenarbeit. Vielen Dank. Und apropos Dankeschöns, die wolltest du noch ein bisschen ja konkretisieren, Sebastian. Ja, das ist richtig. Danke, Johanna. Und das sind tatsächlich einige. So, als allererstes natürlich der ganz große Dank an 650 Speakerinnen und Speaker. Das ist totaler Wahnsinn. Die ganzen Leute, die sich hier engagieren, um eben ihre Themen, ihre Inhalte zu präsentieren, Workshops zu machen, Leute weiterzubilden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dann als nächstes unsere Volunteers. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal mit Volunteers gearbeitet, sowohl für die Jury als auch für Online-Moderation. Viele von ihnen haben sie erlebt, wenn sie in den Online-Workshops waren. Auch das total krass, total toll. Liebe Volunteers, danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass ihr uns so unterstützt habt. Ohne euch hätte das nicht funktioniert. Stiftung Innovation der Hochschullehre als Mitveranstalter, natürlich wichtigster Partner, aber auch ohne die ganz, ganz vielen anderen Partnern wäre es auch nicht gegangen. Das muss man schon sagen. Erstmal Stifterverband, ganz herzlichen Dank für die großartige Unterstützung, der sehr, sehr intensiv dabei war. Dann unsere Bühnenpartner. Wir hatten ja außerhalb von Berlin noch 4 weitere Bühnen. Das ist Orca NRW in Bochum, schon zum 2. Mal dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank nach Bochum. Der Kai Campus in Heilbronn auch zum 2. Mal dabei. Ganz wundervolle Bühne. Ich habe Bilder gesehen, wie schön das gestern war, wie viele Leute dabei waren, die Begeisterung. TU und TH Nürnberg haben gemeinsam die Nürnberger Bühne kreiert, gebaut. Auch da ganz herzlichen Dank, das war wirklich toll, auch die Zusammenarbeit. Und last but not least, die Uni Leipzig in, na klar, Leipzig, auch eine wunderbare Zusammenarbeit. Mein Dank gilt natürlich auch den vielen weiteren Partnern, die ich nicht schaffe aufzuzählen. Wir haben über 40 Netzwerkpartner und das würde dann doch ein bisschen lange dauern. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich bin noch nicht fertig mit der Dankbarkeit. Ganz viel Dankbarkeit natürlich für die Jury. Wir hatten 91 Menschen, die in der Jury sich engagiert haben. Das ist eine Riesenzahl, das ist aber auch nötig bei den vielen Einreichungen, weil wir wollen auch alle Einreichungen fair behandeln. Es sollen viele Leute drauf gucken, damit auch nicht quasi vielleicht ein Ausreißer da den Ausschlag gibt.
Das ist wirklich ein unglaublicher Aufwand, der da betrieben wurde, aber das lohnt sich halt auch. Wen ich aber namentlich erwähnen will, nicht die 91 Jurymitglieder, auch das wäre zu viel, finden Sie aber alle auf unserer Website, sondern immerhin die unsere Track-Jury-Leitung. Das war zum ersten Esther Bischop von der Stiftung Innovation und der Hochschullehre, die den Shapes of Tomorrow Track geleitet hat. Britta Leusing vom KI Campus, die hat den AI and Technology Track geleitet. Sandra Niedermeyer von der Hochschule Kempten und Estefania Velasquez von der HRK haben den Teaching and Learning Track geleitet, unser größter Track. Maike Vogel von der Uni Bielefeld zusammen mit Thomas Hoffmeister von der Uni Bremen haben die Track Jury Spaces and Hybrid Concepts geleitet. Markus Daimann von Orca NRW hat die Track Jury Networks and Participation geleitet. Matthias Winde vom Stifterverband, die Future Skills Jury, Barbara Wagner, Kollegin aus dem Hochschulforum Digitalisierung, die Track Jury Structures and Strategies. Jens Tobor, auch ein HFD-Kollege beim CHE ansässig, hat die Track Jury Exams Legal and Data Protection geleitet. Und zu guter Letzt, Johanna Leifeld, auch aus dem HFD-Team, hat die Jury für den Let's Play Track geleitet. Let's Play, unser kleinster Track, das war für die Sachen, die irgendwie besonders sind und die so ein bisschen rausfallen aus allem. Das Wichtigste aber, und das, ne, an dieser Stelle kommen die Wichtigsten zum Ende, das ist das Festival-Team, was hier mit mir auf der Bühne ist. Ich möchte die Namen einmal nochmal alle aufzählen. Da haben wir zum Beispiel Gillian Kavi, da haben wir Laura Ettlich, wir haben Matti Flieger, wir haben Steffi Haas-Kornhoff, wir haben Lisa Herold, wir haben Lavinia Hösch, wir haben Henrike Menz, wir haben Clara Winnemeyer, wir haben Co. Kalkowski und wir haben leider nicht im Bild, weil sie kann heute leider nicht bei uns sein, aber sie gehörte auch zum Team, Johanna Leifeld. Es war mir eine ganz, ganz, ganz große Freude und Ehre, mit euch zu arbeiten. Wirklich ganz, ganz viel Liebe an euch. Es war so, 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 so toll. Also ganz, ganz lieben Dank. So, und das war's. It's a wrap. Das University Future Festival ist vorbei. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Tschüss.